Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Freunde. Ich bin ultra gespannt, denn wir schauen uns heute 5 traurigste Momente der YouTuber an, in Klammern Maxify Vine. Ich bin mal sehr gespannt, welche YouTuber hier alles drin sind und ja, welche traurigen Momente. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und kostenlos Abo für diesen neuen Kanal, würde mich ultra freuen. Und wir starten direkt rein, Freunde. 22. vor ungefähr knapp 2 Wochen. Maxify tut mir so unfassbar leid. Ich bin mal gespannt. Hey, ich weiß, Freunde, gar nicht, Timetic hier und im heutigen Video schauen wir uns die 5 traurigsten Momente deiner Lieblings-YouTuber an. Es werden heute richtig traurige Clips dabei sein, darunter ein sehr emotionaler Clip von Maxify, bei dem ich sogar weinen musste. Also bleibt unbedingt ganz bis zum Ende dran, um garantiert nichts zu verpassen. Ach ja, falls du ein Geschenk von mir erhalten möchtest, dann sei einfach ein aktiver Abonnent und schreibe deinen Epic Games Namen runter in die Kommentare. Denn ich möchte meine ganzen Unterstützer beschenken. Wenn du also auch ein Unterstützer wärst. Hey, Timetic muss ich auch sagen, richtiger Ehrenmann. Also muss ich wirklich sagen, ich habe ihn auch schon mal persönlich gesehen bei der Gamescom. Wir haben jetzt nicht so geredet oder so, aber ich habe ja auch schon viele Videos von ihm mir angeschaut. Finde ich echt korrekter Dude. Wenn du möchtest, dann trag einfach direkt das nächste Mal im Fortnite-Item-Shop den Creator-Code Reward ein, was auf Englisch so viel bedeutet wie Belohnung. Und ich meine, das sagt ja schon alles. Auf Platz 5 ist ein sehr trauriger und emotionaler Stream-Moment. Ich denke, jeder von euch kennt den deutschen Streamer Ungespielt. Ungespielt hat ja schon so einige Videos mit seinen... Boah, ich glaube, ich weiß, was kommt. ...ganzen Hunden hochgeladen. Ja. Die sind mega süß. Boah, das leider ist so wissen traurig. Wir aber auch alle, dass Hunde nicht so alt werden wie Menschen, sondern, wenn es gut läuft, so 10 bis 16 Jahre. Und letztes Jahr ist Unges süßer Hund leider gestorben. Und das war echt sehr, sehr traurig. Er hat das nämlich mal in einem Stream erzählt und musste dabei sogar bitter weinen. Das Schlimmste ist ja, dass sein Hund vergiftet wurde und das macht alles nochmal viel, viel schlimmer und dramatischer. So ich verstehe wirklich nicht, wie Menschen so eklig sein können und einfach Tiere vergiften können. Ich war ja damals auch im Stream dabei und mir sind auch die Tränen runtergelaufen. Könnt ihr eigentlich das Video anschauen, ohne weinen zu müssen? Schreibt es mir jetzt mal runter in die Kommentare. Mein Hund ist gestorben. Und das ist auch schon eine Weile her. Ich hab das damals auch gesehen, ja. Allerschlimmste daran ist einfach, dass er vergiftet wurde, weil irgendein dreckiger Hurensohn Giftköder gelegt hat. Und das Problem ist, dass man die Person nicht finden kann, weil es einfach, das ist so das Dreckigste, was sie immer... Ich finde das echt mega schlimm. Also ich habe mir das damals auch angeschaut und mir sind damals, als ich das erste Mal gehört habe, auch echt die Tränen gelaufen, ehrlich. Was machen kann. Das war so schlimm. Und ich habe es die ganze Zeit mit mir rumgetragen, weil ich nicht bereit war, darüber zu reden, aber jetzt... Und dann waren wir weiter spazieren, weil ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich dachte, okay, keine Ahnung, vielleicht hat da irgendjemand was hingeworfen, Wurst oder weiß ich nicht was. Und eine halbe Stunde später hat er richtige Krampfanfälle bekommen. Wer macht sowas, ey? Und dann wer war macht mir sofort sowas? Klar, oh mein Gott, der muss Gift gefressen haben. Dann habe ich sofort beim Tierarzt angerufen und gesagt, wir kommen sofort, bitte alles bereit machen. Sind zur Stadt gefahren. Und wir haben auch nochmal, wir waren eine halbe Stunde entfernt von der Stadt, vielleicht 40 Minuten. Und da war es schon zu spät. Ich habe ihn die ganze Zeit im Arm gehalten, im Auto. Und habe ihn die ganze Zeit geküsst. Und dann ist er in meinem Arm gestorben. Und das war für mich so schlimm. Ich habe schon so lange nicht mehr so heftig geheult. Ich habe mehrere Tage hier nur zu Hause gesessen und geheult. Das glaube ich. Ich bin so krank depressiv geworden. Auf dem 4. Platz ist die Streamerin... Ich verstehe auch nicht, warum ein Mensch sowas macht. Warum wirklich? Also, ich, keine Ahnung, aber echt. Also, das hat mir so leid getan auch damals, echt. Saftiges Gnu. Saftiges Gnu streamte eines Tages eine Runde Fortnite und man konnte ihr einfach schon direkt am Anfang des Streams ansehen, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmte. Aus diesem Grund schrieben ihre Zuschauer etwas in den Chat, wie zum Beispiel, geht es dir gut oder du bist so traurig. Und weil sie die ganzen Nachrichten die ganze Zeit im Chat gesehen hat, musste sie auf einmal anfangen zu weinen und erklärte ihren Zuschauern, was ihr auf dem Herzen liegt. Und warum es ihr so schlecht geht. Ich habe ja auch schon mal mit Gnu aufgenommen. Gnu ist immer sehr, sehr fröhlich als Mensch und sehr aufgeweckt so. Ist immer wieder schön, wie ehrlich Saftiges Gnu zu ihren Zuschauern ist. Hier habt ihr aber erstmal das Video dazu. Ich habe wegen den ganzen Fragen von euch, ob ich traurig bin, angefangen zu weinen. Danke, Player, für 1 Euro. Vielen Dank. Jetzt heul ich gleich. Ihr rührt mich zu Tränen. Hört auf. Ihr seid so süß. Oh, die Arme. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Puh. Könnt ihr mal aufhören, mich zu Tränen zu rühren? Nee, es ist so alles, es ist einfach gerade alles ein bisschen doof. Von allem etwas, würde ich sagen. Oh nein, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Stress und alles einfach. Ich bin nicht schwanger, um Gottes Willen, nein.
Und gerade an diesem Tag hatte ich enorm viel Stress und ihr kennt es ja, es kommt immer alles auf einmal. Doch der Hauptgrund war, dass für mich an diesem Tag ein neues, wichtiges Kapitel startete. Auf Platz 3 ist Nico Lifestyle. Hä? Nico Lifestyle hatte seinen Hype durch seine unterhaltsamen Essensvideos. Ab und zu war dann auch mal seine Freundin in seinen Videos zu sehen, aber seit einigen Monaten kommen wirklich gar keine Videos mehr mit seiner Freundin. Das haben natürlich auch seine Zuschauer bemerkt und nachgefragt, was mit seiner Freundin ist oder ob irgendetwas passiert ist. In einem Fragen- und Antworten-Video vor einigen Monaten ist Nico halt eben auf diese Frage eingegangen und hat von der traurigen Geschichte erzählt, wie sie mit ihm Schluss gemacht hat. Er wollte sich danach sogar selber verletzen. Und bitte macht das niemals, denn das ist überhaupt keine Lösung. Hier habt ihr aber erstmal den Videoausschnitt. Sie ist aus dem Auto ausgestiegen mit so einer riesigen Tüte. Also erstmal, ich kenne ihn. Ich habe mal so ein, zwei Videos von ihm gesehen. Ich gefragt, hä, will die jetzt bei mir einziehen oder was geht ab? Ich habe die Tür aufgemacht. Dann habe ich bemerkt, dass es jetzt nicht ihre Sachen waren, sondern meine kompletten Sachen, die ich noch bei ihr hatte. Ich habe einfach direkt Tränen in den Augen bekommen und konnte gar nicht sagen, Mann. Wir sind zusammen in mein Zimmer gegangen, sie setzte sich auf mein Bett und hat einfach angefangen zu heulen und meinte, sie kann das nicht mehr. Und ich habe sie dann gefragt, was kannst du nicht mehr? Obwohl ich genau wusste, was sie damit meint, nämlich das mit uns. Ich war mega überfordert mit der Situation. Ich habe mit allem gerechnet. Sie hätte mir erzählen können, dass sie schwanger ist, aber das hat mich zutiefst verletzt und getroffen. Ich war so geschockt, dass ich erstmal nicht weinen konnte. Ich habe alles nicht verstanden. Weil von ihrer Seite aus jetzt auch kein richtiger Grund kam. Natürlich lief bei uns nicht immer alles perfekt. Ich bin kein einfacher Mensch, das sage ich offen und ehrlich. Aber wiederum sie auch nicht. Haben uns aber sehr gut ergänzt, waren ja nicht umsonst 5 Jahre so zusammen. Ich fragte sie, ob sie sich sicher ist, ob sie vielleicht nochmal eine Runde mit mir laufen möchte, über alles reden. Sie meinte, sie braucht Zeit für sich. In dem Moment habe ich sie einfach an mich rangezogen, ihre Stirn geküsst. Sie hat mich einfach weggestoßen und meinte, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, werde ich es niemals durchziehen. Hä? Ich habe sie noch gefragt, das soll es jetzt gewesen sein. Sie hat mir geantwortet, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Lass uns 6 Wochen nochmal vielleicht darüber reden. Was? 5 Minuten später kam meine Mutter dann nach Hause, hat meine Ex-Freundin draußen noch stehen sehen. Sie hat aber meine Mutter nicht angeschaut, hat nur so mäßig Hallo gesagt. Meine Mutter ist hochgekommen und hat mich angeschaut. Ich habe sie angeschaut. Der Arme. Ich habe einfach angefangen zu heulen wie ein Wasserfall. Sie hat mich in den Arm genommen und wusste auch schon Bescheid, was los ist. Aber ohne Grund, das verstehe ich nicht. Sie meinte dann zu mir, um mich aufmuntern zu wollen, sollen wir nicht nach Subway fahren? Dort gibt es Angebote, weil ich liebe einfach nur Subway und ja. Auf dem 2. Platz ist Mois. Mois ist eigentlich ein ziemlich lustiger Unterhaltungs-YouTuber und ich schaue super gerne seine Videos. Aber schon süßer, ne? Danach erstmal Subway fühle ich irgendwie, ist schon sehr süß. Videos. Aber seine Fans wissen auch, dass er eine sehr, sehr schwere Kindheit hatte. Er ist zum Beispiel im Krieg aufgewachsen, musste als Kind sogar flüchten und wurde schon oft von vielen Menschen bedroht. In einem seiner Videos hat er wirklich seine ganze Geschichte erzählt und das Video geht über 50 Minuten lang. Und teilweise kamen ihm dabei sogar noch die Tränen. Ihm wurde sogar vor einiger Zeit seine Nase gebrochen und obwohl er eine gebrochene Nase hatte, hat er einfach weiter YouTube-Videos hochgeladen. Also da merkt man auch einfach, wie wichtig Mois YouTube ist. Schaut es euch einfach mal selbst an. Moi ist auch echt sympathischer Dude, also wirklich Ehrenmann. Finde ich sehr cool, was er auf YouTube macht. Auf jeden Fall, deswegen, so, will ich einfach nicht mehr nichts, also ich, guck mal, disst mich, Digga. Redet über mich, macht Interviews über mich, erzählt Lügen über mich, sagt, ich wurde hier und da geschlagen, macht, was ihr wollt. Aber Allah weiß, wie ich bin und die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich bin. Und sollte je jemand mit mir nach diesem Gespräch ein Problem haben, meldet euch bitte privat, okay? Also ich habe mich dafür geschämt, okay? Ich habe mich auch sehr geschämt dafür, dass ich rauche, weil ich immer gegen das alles war und so und bin. Okay, ich bin noch immer. Aber Bruder, mein Kopf ist dann einfach ruhig. Ich kann das euch nicht erklären. Ich bin dann einfach ruhig, okay? Und also es werden mich vielleicht viele jetzt mit anderen Augen sehen oder sonst was. Auf Platz 1 ist Maxify. Maxify ist ein echt cooler YouTuber und seine Videos sind wirklich der Hammer. Und eigentlich ist Maxify auch... Also auch Maxify, seine Real-Life-Videos, geisteskrank heftig, muss ich echt sagen. Im Video immer gut gelaunt. Aber vor ungefähr einer Woche hat er halt eben das YouTube-Video hochgeladen, Ruhe in Frieden, Chiara. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Nein. Maxify hat ja viele kleine Hundis und davon ist einer tatsächlich gestorben und es tut mir so unendlich leid. Denn wir alle wissen, wie schwer es ist, wenn ein Haustier stirbt. Maxify hat dabei sogar geweint und das tut mir wirklich mega leid. Also
wirklich mein Beileid. Denn es tut mir einfach nur so weh, Maxify so traurig zu sehen. Ich hatte nämlich auch schon ein paar Haustiere, die nicht mehr leben und mittlerweile habe ich auch wieder einen Hund und man möchte sich sowas gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch das erste Video, wo ihr mich jetzt nicht wirklich so fröhlich seht, weil mich nimmt das ganze Thema auch wirklich mit. Vor allem, wenn man sieht, wie der Hund davor noch gespielt hat und alles und dann einfach nicht mehr lebt. Und die Geschichte, weshalb er nicht mehr lebt, ist noch tragischer. Er hätte nämlich noch weiterleben können. Seht euch einfach das ganze Video mal selbst an. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Ich muss sagen, ich habe das damals, glaube ich, gesehen, das Video, aber ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, was nochmal passiert ist. Hast du gut gemacht. Wir haben die Szene recreated, Leute. Fanden Sie sie gut? Oh, ich bin ein Jahr mit Chiara geguckt. Das ist das Beste. Es tut mir echt so leid. Oh nein. Vor ungefähr 2 Wochen, am 22.02. hat es leider Chiara verlassen. Ich habe gehofft, der Tag wird niemals kommen, dass ich vor der Kamera euch sagen muss, dass einer von meinen Hunden gestorben ist. Am 22. vor ungefähr knapp 2 Wochen hat es leider Chiara verlassen. Und die letzten Tage war ich halt bei meiner Familie, bei den anderen Hunden und habe halt ein bisschen so versucht, sag ich mal, abzuschalten, aber ich kann einfach nicht richtig abschalten. Ich finde, ich muss einfach darüber reden, einfach weil ich finde, ihr habt es auch verdient, zu erfahren, was passiert ist, weil Chiara auch ein großer Teil von meinem Kanal war und die viele Videos, die ihr gesehen habt, ja, von stimmt. ihrer Geburt bis zu dem Tag halt ungefähr, wo sie halt jetzt gestorben ist. Jetzt halt die Frage, ne, was ist passiert? Woran ist sie gestorben? Wieso ist sie gestorben? Chiara hatte anscheinend Probleme mit ihren Hinterbeinen und meine Schwester und meine Mom wollten einfach nur checken, ob es irgendwie was Ernsteres ist, sind deswegen zum Tierarzt gefahren. Zu einem Tierarzt, wo wir normalerweise nicht sind, weil er zu hatte. Und sind halt zum anderen Tierarzt gefahren. Okay. Und wollten sie halt röntgen an der Wirbelsäule irgendwie. Anscheinend war es eine Position, die sehr ungünstig ist. Deswegen haben die Ärzte halt sich dazu entschlossen, eine Narkose zu machen. Einfach nur, damit es einfacher ist, zu röntgen an der Position. Oh nein. Oh Mann, es ist so dumm. Ich kann nicht darüber reden. Ich krieg's einfach nicht hin, Mann. Oh nein, sag jetzt nicht, dass es an der Narkose lag. Naja, bei der Narkose zu dem Röntgen ist Chiara halt gestorben. Nein. Die Ärzte haben keine Beatmung bei ihr gemacht. Also anscheinend müssen Möpse beim Narkosieren, ich weiß nicht, ob das so heißt, eine Beatmung bekommen, weil sie halt kurzschnäuzig sind und deswegen nicht so gut atmen können. Oh mein Gott. Und die Ärzte haben es halt nicht bei ihr gemacht. Ich weiß nicht, ob die das normalerweise immer so machen bei Hunden. Ist anscheinend sehr dumm, weil dadurch ist halt Chiara gestorben. Das ist so ärgerlich. Nachdem sie fertig waren, haben die Ärzte Chiara meiner Mom und meiner Schwester gegeben. Die lag dann halt auf einer Decke und haben halt gewartet, bis sie wach wird. Hey, guess what? Sie wurde nicht wach. Es war dann so, dass noch, ich glaube, 10 bis 15 Minuten meine Schwester sich gewundert hat, was geht ab? Warum steht sie nicht auf? Sie hat auf das Herz ein bisschen ihre Hand, also sie hat ihre Hand, glaube ich, auf den Mund gemacht, hat so ein bisschen gespürt, wie das Herz so ist und hat gemerkt, wie langsam auch der Hund atmet, hat der Ärzte Bescheid gegeben. Die Ärzte kamen vorbei mit ihren Stereoskop-Dings da anscheinend, abgehört, wie es bei Chiara ist und direkt hat sie sich einen Hund geschnappt, neben dem Zimmer mit einem anderen Arzt und haben versucht, sie wieder top zu bekommen. Oh, das aber ist ja so ärgerlich. Nach anscheinend 30 unfair. Minuten kamen die Ärzte mit dem Hund immer heulen zu meiner Schwester. Zu meiner Schwester und zu meiner Mom. Krass, das ist aber echt die Schuld der Ärzte, ne? Krass. Sie hat komplett geheult, die Ärztin anscheinend. Und hat sich komplett entschuldigt. Und oh Mann. Hat sich gefragt, wir wussten selber nicht genau, woran das lag, warum es so passiert ist und ich sag mal so, ist halt ein angenehmer Tod, ne? Das soll es auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein, vergesst nicht. Boah, krass, also finde ich echt heftig, Leute. Auf jeden Fall soll es auch gewesen sein mit dem Video. Lasst gerne mal ein Like, dann kostenloses Abo. Bis dann und ciao, ciao.